Es komponierte Michail Matjuschin links. Alexei Krutschenich Mitte schrieb das Libretto. Und Kasimir Malevich entwarf Bühnenbild und Kostüme. Der Maler entwickelt in dieser Arbeit eine neue künstlerische Sprache mit geometrischen Flächen in leuchtenden Farbtönen. Auf der Bühne zerstückelt er die Darsteller mit Lichtblitzen. Die Hauptdarsteller der Oper bekämpfen die Sonne, Sinnbild für überholte Werte und Denkweisen. Zerschlagen ist die Sonne. Es lebe die Dunkelheit, singen die Kraftmenschen. Das Petersburger Publikum reagiert teils begeistert, teils geschockt. Petersburg wird Anfang des 20. Jahrhunderts zur Hochburg der russischen Avantgarde. Verschiedene Gruppen von Malern, Musikern und Dichtern streiten sich um die Vorherrschaft. Malevich und seine Freunde erreichen mit der Oper ihr Ziel. Sie haben dem öffentlichen Geschmack eine Ohrfeige verpasst und die künstlerische Welt auf den Kopf gestellt. Vor der Arbeit an der Oper hatte der Maler, der stets versuchte, sich weiterzuentwickeln, in einer künstlerischen Krise gesteckt. Die Beschäftigung mit dem neuen Medium inspiriert ihn, führt zur entscheidenden Wende. Die Kostüme sind zwar noch kubistisch, aber ihre Reduzierung auf Farbflächen kündigt bereits eine künstlerische Veränderung an. Als diese Skizzen entstehen, hat das Neue noch keinen Namen. Die Bühnenbildentwürfe betonen den Eindruck von Flächigkeit. Der Maler löst sich bewusst von der Raumillusion. In diesem Vorhangentwurf, so der Künstler später, liegt der Ursprung der von ihm entwickelten revolutionären Stilrichtung, dem Suprematismus. Er wählt diesen Begriff, der aus dem Lateinischen kommt, weil er für ihn Überlegenheit bedeutet. Mit diesem Bild löst sich Malevich 1915 erstmals vollständig von der gegenständlichen Malerei. Eine bahnbrechende Neuerung. Das schwarze Quadrat auf weißem Grund. Der Künstler sagt, nicht gerade bescheiden, seinen suprematistischen Bildern die Vorherrschaft in der Kunst voraus. Jedenfalls stößt er mit diesen radikalen Gemälden an die Spitze der Avantgarde vor. In der futuristischen Ausstellung 010 nimmt das schwarze Quadrat jenen Platz im Raum ein, der traditionell Ikonen vorbehalten war. Es wird selbst zur Ikone der Moderne. Aber es ist keine günstige Zeit für künstlerischen Erfolg. Seit einem Jahr tobt der Erste Weltkrieg. Obwohl ihn Geldsorgen plagen, fährt Malevich, so oft er kann, nach Niemtschinowka, einem kleinen Dorf westlich von Moskau. Die Datscha dort dient ihm sein Leben lang als Zufluchtsort. Sie gehört der Familie seiner zweiten Frau, Sofia Michailowna Rafalowitsch. Die Landschaft hier mag ihn an seine Heimat, die Ukraine, erinnert haben. Kasimir Malevich wurde am 23. Februar 1878 in Kiew geboren, wuchs aber auf dem Land auf. Als Kind liebte er die ausgedehnten Spaziergänge mit seinem Vater, mit dem ihn eine innige Beziehung verband. Den Jungen faszinieren Veränderungen, die Farben der Natur, ziehende Wolken. Der Wechsel von Sturm und Stille. Als Jugendlicher sieht er bei einem Kiew-Besuch das Bild eines kartoffelschälenden Mädchens. Es begeistert ihn, weil es so naturgetreu ist.
Er beginnt zu zeichnen. Als 18-Jähriger beschließt er, Maler zu werden. Zunächst macht er jedoch einen Abschluss auf der Landwirtschaftsschule. Sein Geld verdient er dann als Zeichner bei der Bahn. Aber Malevich sehnt sich nach einer akademischen Ausbildung in Moskau. Dort würde er fähige Lehrer und berühmte Maler finden. Endlich, im Herbst 1904, hat der 26-Jährige genügend Geld verdient. Er gibt die ungeliebte Arbeit bei der Bahn auf und fährt seinem Traum entgegen. Moskau. Hier macht er Bekanntschaft mit der Avantgarde-Bewegung. Künstler und Intellektuelle liefern sich heftige, öffentlich geführte Debatten. Sie fordern eine enge Verbindung zwischen bildender Kunst, Literatur und Musik und die Öffnung nach dem Westen. Malevich besticht bald als Redner von großer polemischer Begabung. Gefördert wird diese neue kulturelle Strömung auch von sozialen Veränderungen. Es herrscht zwar noch immer die Zarenfamilie, aber seit der Jahrhundertwende hat sich eine kleine, wohlhabende Bourgeoisie herausgebildet. Reiche Geschäftsleute, wie der Stofffabrikant Sava Morozov, zeigen ihre Kunstsammlungen, fördern russische Künstler und holen Maler aus dem Westen nach Russland. So kommt es, dass eine ganze Generation russischer Künstler, hier ein Bild von Malevich, um die Jahrhundertwende vom französischen Impressionismus beeinflusst wird. In der impressionistischen Malweise findet der Künstler das bildnerische Ausdrucksmittel für seine Naturbegeisterung. Auffallend bei dieser 1906 entstandenen Landschaft ist der dicke Farbauftrag. Malevich kann sich keine eigene Wohnung leisten. Er kommt bei verschiedenen Freunden im Moskauer Künstlerviertel unter. Seine finanzielle Misere wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Seine erste Frau verlässt ihn. Als sein Vater stirbt, möchte er seine Mutter zu sich nach Moskau holen, aber es fehlen ihm die nötigen Mittel. Künstlerisch sucht der fast 30-Jährige nach neuen Ausdrucksformen. Er erinnert sich dabei an seine Kindheit. Ikonen hatten damals zu seiner vertrauten Umgebung gehört, aber sie bewegten ihn nicht, regten ihn nicht zu malen an. Denn Kunst bedeutete zu jener Zeit für Malevich, die Natur wiederzugeben, so realitätsgetreu wie möglich. Komposition und Farbgebung von Ikonen hatten dagegen nichts zu tun mit realistischer Abbildung von Mensch und Natur. Zu fremd erscheinen ihm diese Bilder, zu entrückt. Diese Einstellung und damit auch sein Kunstbegriff ändern sich in Moskau grundlegend. Malevich öffnet sich der Spiritualität, die er in diesen kostbaren alten Ikonen spürt. Es genügt ihm nun nicht mehr, naturgetreu abzubilden. Mit diesem Selbstbildnis knüpft er an die Ikonenmalerei an. Der Künstler nimmt die Stelle des Heiligen ein, in Frontalansicht, mit weit aufgerissenen Augen. Auch die Volkskunst erhält eine neue Bedeutung für den Suchenden. Er schreibt: Ich erblickte in ihr das ganze russische Volk mit all seiner emotionalen Kreativität. Ich erinnere mich an meine Kindheit, die kleinen Pferde, Blumen, Hähne der Holzschnitzerei und der primitiven Wandmalerei. Ich fühlte ein Band zwischen Bauernkunst und Ikonen. In dieser Auseinandersetzung findet der Künstler sein ureigenes Thema, arbeitende Bauern. Dieses Motiv wird sich von nun an durch sein ganzes Werk ziehen. Der Einfluss der französischen Fauve, deren Werk Malevich kannte, lässt sich zwar nicht leugnen.
Dennoch zeigen diese Gemälde bereits eine originelle und unverwechselbare Bildsprache. Er malt jetzt, wie er es selbst nennt, neoprimitivistisch. Von der naturnahen und auch der impressionistischen Darstellungsweise hat er sich endgültig gelöst. Der Künstler zeigt Menschen aus dem Volk, wie hier die Fußbodenpoliere. Die schwunghafte Kontur betont die Bewegung dieser Komposition. Die Farbe ist zwar noch ans Motiv gebunden, aber sie entspricht nicht der Natur. Malevich ist jetzt einer der führenden Künstler der russischen Avantgarde. Unermüdlich arbeitet er an seiner stilistischen Weiterentwicklung. In seiner folgenden kubistischen Phase zerlegt er Bildgegenstand und Raum in geometrische Formen und setzt sie neu zusammen. Holzfäller und Baumstücke, Vorder- und Hintergrund, verschmelzen zu einer Einheit. Beim Messerschleifer am rotierenden Schleifstein geht es um die Wiedergabe von Beschleunigung. Der Ausdruck von Zeit löst die räumliche Perspektive ab. Das Porträt des Malerkollegen Ivan Kliun zeigt zwar Mund, Nase und Augen, dennoch hat es keinen Wiedererkennungswert. Fremdkörper wie Sägen und Wolken irritieren den Betrachter. Nah und fern werden in die gleiche Ebene verlegt. Die metallische Farbe erhält eine eigenständige Bedeutung. Die Gesichtsoberfläche wirkt wie verbogener Walzstahl. An diesem Punkt steht Malevich 1913 mit seiner Malerei, als er dem Komponisten und Maler Michail Matjuschin rechts erstmals begegnet. Es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Aus dem Zusammentreffen entsteht nicht nur die Oper Sieg über die Sonne. Matjuschin ist es auch, der Malevich mit futuristischen Schriftstellern in Kontakt bringt. Der Maler erhält Aufträge, ihre Werke zu illustrieren. Er überträgt die Postulate der von ihm geschätzten Dichter auf die Malerei. Auf der Rückseite dieses Gemäldes notiert er: Allogische Zusammenstellung zweier Formen, Geige und Kuh, als Moment des Kampfes mit der Logik der Natürlichkeit, dem kleinbürgerlichen Sinn und dem Vorurteil. K. Malevich. In Anlehnung an die experimentierenden Literaten, die das Recht für sich beanspruchen, neue Wortschöpfungen zusammenhanglos zu Dichtung zusammenzufügen, würfelt Malevich verschiedene Motive durcheinander, die keine sinnvolle Beziehung erkennen lassen. Sein erklärtes Ziel ist es, die Malerei von der realen Umgebung unabhängig zu machen und so zu einer reinen Form der Kunst vorzudringen. Malevich ist geachtet, aber er verkauft keine Bilder. Die konservative Öffentlichkeit läuft gegen die Avantgarde Sturm. Als Matjuschin seine Freunde in seine Datscha nördlich von St. Petersburg einlädt, um an der Oper Sieg über die Sonne zu arbeiten, gelingt es nur zwei weiteren Künstlern, das Geld für die Reise aufzubringen. Kasimir Malevich Mitte und dem Dichter Alexei Krutschunich rechts. Für Malevich wird diese Zusammenarbeit eine entscheidende Wende in seiner künstlerischen Entwicklung bringen. Ihm wird es vorbehalten sein, so konsequent wie kein anderer in die Abstraktion vorzustoßen.
Die Bühnenbildentwürfe hatten ihm als Experimentierfeld für seine Malerei gedient. Ein Jahr später attackiert er das Sinnbild des traditionellen Kunstgeschmacks, die Mona Lisa. In dieser Collage von 1914 tauchen erstmals quadratische oder rechteckige Flächen im Bildraum auf, Vorläufer seiner gegenstandslosen Kunstwelt. Mit Vehemenz richtet sich Malevich gegen die akademische Malerei, die nur abbildet, und setzt ihr seine Kunst jenseits der Realität entgegen. In dieser Phase reift seine ureigene Erfindung in der Kunst heran, der Suprematismus. Er scheint lange nach einem richtigen Namen für seine neue Stilrichtung gesucht zu haben. Er bedeutet für ihn Überschreiten der Schranken von allem, was bisher in der Kunst geschaffen wurde. Nach schweren inneren Kämpfen hat sich Malevich vom Gegenstand befreit. Er hat die Malerei auf den Nullpunkt gebracht. Übrig geblieben sind einfachste geometrische Formen auf weißem Grund. Der Titel dieses Gemäldes: Künstlerischer Realismus einer Bäuerin in zwei Dimensionen. Es sind keine Bilder, die Malevich da gemalt hat, sondern, wie er es selbst nennt, reine Empfindung. Er leugnet jede Beziehung der Kunst zur Natur, jede Form der Wiedererkennbarkeit. Sogar seine Avantgarde-Mitstreiter empfinden sowohl diese Bilder als auch die damit verbundene Kunsttheorie als Provokation. Vor allem, weil Malevich seine Überzeugungen mit dem Pathos der Unwiderlegbarkeit verteidigt. Bilder mit mehreren Elementen sind dem dynamischen Suprematismus zuzurechnen. In diesen Bildern will der Künstler Bewegung, Mobilität und Dynamik malerisch ausdrücken. Er bildet aber keine fahrenden Autos ab, sondern bringt seine Empfindung von Energie abstrakt zum Ausdruck. Dreiecke, Rechtecke, Streifen oder Kreise scheinen sich in einem imaginären Tanz auf der Fläche zu bewegen. Für Malevich geht es in dieser Zeit nicht allein um Malerei, sondern um die Umsetzung eines Lebensgefühls, das er wiederholt als Erregung bezeichnet. Der innere Umbruch des Malers fällt zusammen mit radikalen politischen und sozialen Veränderungen. Die Februar- und Oktoberrevolutionen im Jahr 1917 bedeuten das Ende der Zarenherrschaft. Die Avantgarde-Künstler jubeln. Sie erhoffen sich von den neuen Machthabern vor allem eine gesicherte Existenz und die Reorganisation des gesamten Kulturbetriebs. Malevich wird zum Vorsitzenden der Kunstabteilung des Moskauer Sowjets gewählt. Hier das einzige Filmdokument des Malers. Malevich reist zwischen Moskau und Petrograd, dem ehemaligen St. Petersburg, hin und her. Er hat Lehraufträge an den neu gegründeten Kunsthochschulen erhalten, die zwar nicht mit üppigem Gehalt, aber mit kleinen Ateliers in beiden Städten verbunden sind. Die Malerei tritt nun in den Hintergrund. Mit aller Kraft setzt er sich ab jetzt für Reformen an den Kunstakademien ein.
und er beteiligt sich organisatorisch am Aufbau des neuen Staates. Zusammen mit anderen Avantgarde-Künstlern übernimmt er die künstlerische Gestaltung von Umzügen und Maifeiern. Die Arbeiter und Bauern, so schreibt er später, fanden sich in unseren künstlerischen Leistungen vielleicht nicht ganz zurecht, aber sie vertrauten unserem Enthusiasmus. Im Herbst 1919 erhält Malevich den Ruf an die neu gegründeten freien staatlichen Werkstätten in Witebsk. Er verdrängt dort seinen Vorgänger Marc Chagall, weil er die Studenten schnell für seine revolutionären Lehrmethoden gewinnen kann. Mit ihnen gründet er die Gruppe Unovis, zu Deutsch Neuere. Die Mitglieder wollen das Alltagsleben suprematistisch gestalten. Sie bemalen Hausfassaden, Quadrate, Kreuze und Kreise finden sich bald auch auf Straßenbahnen, Essensmarken, Plakaten und Schildern. Unovis möchte alle Kunst der alten Welt liquidieren. Für fast 3 Jahre kann Malevich in Witebsk seine Vision einer suprematistischen Welt verwirklichen. Aber das politische Klima verändert sich. Bevölkerung und Verwaltung in Witebsk wollen den Lehrer und seine Schüler loswerden. Auch privat trifft ihn ein harter Schicksalsschlag. 1923 stirbt nach langer Krankheit seine zweite Frau. Er bleibt mit seiner 3-jährigen Tochter Una allein zurück. Zwei Jahre später wird er seine dritte Ehe schließen, mit Natalia Andrejewna Mantschenko. Die Tochter bleibt in Niemczynowka bei Verwandten der verstorbenen Mutter. Der Künstler war inzwischen mit einem Teil seiner Studenten nach Leningrad umgezogen. So war St. Petersburg ein zweites Mal innerhalb weniger Jahre umbenannt worden. Er versucht, seine Gruppe Unovis in der Stadt an der Neva anzusiedeln. Aber seine Hoffnung erfüllt sich nicht. Mithilfe seines Freundes Matjuschin, der immer noch großen Einfluss in der politischen und kulturellen Szene besitzt, wird Malevich Direktor des Museums für künstlerische Kultur. Er organisiert zahlreiche Ausstellungen und widmet sich zusammen mit seinen Assistenten fast ausschließlich der theoretischen Arbeit, mit dem Ziel, eine neue Kunstwissenschaft zu etablieren. Der echte Künstler, so Malevich, hat andere Wertvorstellungen als die Gesellschaft. Er fordert für die Kunst all das, was außerhalb der Norm steht. Malevich sucht wieder nach neuen Ausdrucksformen. Er will die Fläche überwinden und zur Kunst räumlicher Gestaltung vorstoßen. Er wagt den Sprung vom Bildraum in den Weltraum, entwirft dreidimensionale Körper, die er Architektonen nennt. Diese aus Würfeln zusammengefügten Gebilde versteht Malevich als Modelle für eine utopische Architektur im Weltraum. Als Bewohner stellt er sich die Zukünftler vor, die er in der Oper Sieg über die Sonne entworfen hatte. Alles, was er malt oder als Entwurf vorlegt, ist Teil eines umfassenden philosophischen Denksystems. Zusammen mit seinen Bildern will der Künstler die Architektonen auch im Westen zeigen. Er bemüht sich um ein Visum und tritt im März 1927 seine erste und einzige Auslandsreise nach Polen und Deutschland an. Die Ideen des Malers und Theoretikers werden positiv aufgenommen. Bei der großen Berliner Kunstausstellung ehrt man den Gast aus Russland, indem man ihm einen ganzen Saal für seine Ölbilder und Architektonen zur Verfügung stellt.
Als Malevich in seine Heimat zurückkehren muss, übergibt er treuhänderisch sein gesamtes malerisches Werk und seine umfangreichen Aufzeichnungen dem Kurator der Berliner Ausstellung. Warum kehrte Malevich ohne seine Bilder nach Leningrad zurück? Glaubte er, sie seien in Deutschland sicherer aufgehoben? Plante er, bald wieder nach Deutschland zu kommen? Es gibt keine Antwort auf diese Fragen. Jedenfalls wusste er, dass sich in seiner Heimat die soziale und politische Lage drastisch verschärft hatte. Stalin versucht, einen Fünfjahresplan durchzupeitschen, um aus Russland einen modernen Industriestaat zu machen. Die rücksichtslose Zwangskollektivierung der Landwirtschaft bringt die Bauern in eine verzweifelte Lage. Politische Gegner werden systematisch verfolgt. Für die Avantgarde-Bewegung ist in dieser Situation kein Platz mehr. Alle Akademien werden geschlossen. Kunst dient nunmehr ausschließlich der Propaganda. Malevich verliert zwar an Einfluss, aber er kann zunächst noch am Staatlichen Institut für Kunstgeschichte in Leningrad weiterforschen. Und er bekommt ein interessantes Angebot. Eine Retrospektive soll seine Arbeiten in der berühmten Tretjakow-Galerie in Moskau zeigen. Eine große Ehre einerseits. Andererseits ist diese Ausstellung bereits als Rückblick geplant. Auf politischer Ebene vertrat man die Meinung, dass sich die Avantgarde längst überlebt hatte. Das Angebot stellt den Künstler vor ein Problem, befand sich doch der Großteil seines bisherigen Werkes in Berlin. So wendet er sich ab 1928 wieder intensiv der Malerei zu. Das Spätwerk des Künstlers gibt viele Rätsel auf. Die Datierung der meisten Gemälde stimmt nicht mit der tatsächlichen Entstehungszeit überein. Dieses Porträt seiner Mutter datiert er in das Jahr 1900 zurück. Gemalt hat er es jedoch 1932. Wollte er für die geplante Ausstellung sein Werk noch einmal in allen Stilrichtungen rekonstruieren? Für einige der impressionistischen Gemälde lässt er sich im Sommergarten in Leningrad inspirieren. Diese angeblich frühen Bilder zeigen dennoch den reifen Künstler. Malevich bezieht sich zwar unter anderem auf Monet und Renoir, aber seine Gemälde unterscheiden sich nicht nur von den französischen Vorbildern, sondern auch von seinen eigenen frühen Impressionismusbildern. Nur Teile der Komposition entsprechen der typischen flimmernden Malweise. Das Kleid des Blumenmädchens zeigt einen glatten, durchgehenden Farbauftrag. So oft er kann, fährt Malevich nach Niemczynowka, um seine Tochter zu sehen. Die Motive seiner impressionistischen Landschaften schöpft er jedoch aus seinen Kindheitserinnerungen. Sie sind von der bäuerlichen Umgebung seiner ukrainischen Heimat bestimmt. Es ist immer eine von Menschen kultivierte Natur, die der Künstler auf seinen Bildern wiedergibt. Eine strahlende Frühlingslandschaft. Malevich vernachlässigt die genaue Wiedergabe von Licht und Schatten. Bei ihm treffen Sonnenstrahlen aus verschiedenen Richtungen auf ausgewählte Partien, während andere, ohne exakte Schattengestaltung, einfach dunkel bleiben. Den Maler interessieren vorrangig Einsatz und Wirkung von Farbe. Sie scheint in ihrer Reinheit selbst zu leuchten. Die Schnitterin, von Malevich auf 1909 zurückdatiert, erinnert an seine neoprimitivistische Phase, seine Auseinandersetzung mit der Volkskunst. Der klobige Frauenkörper drückt Kraft und Bodenständigkeit aus.
Das Mädchen vom Lande steht steif da, wie eine Gliederpuppe. Die Farbfläche des Mädchengewands wirkt durch horizontale Felder im Hintergrund aufgelockert. Die Farben von Figur und Hintergrund sind aufeinander abgestimmt. Anklänge an seine kubistische Phase. Der Künstler malt Bauern, die wie Roboter aussehen, eingehüllt in zylindrische, metallisch glänzende Gewänder. Es entsteht eine irritierende Spannung zwischen dem bäuerlichen Sujet und seiner kühlen, formalen Gestaltung. Der Bauer im Feld ist auf 1909 rückdatiert. Aber der Hintergrund dieses Bildes verweist mit seinen Streifen auf die späte suprematistische Phase. Hier setzt der Maler die vertikalen Gewandfarben in Kontrast zu der diagonal geschichteten Landschaft. Rätselhaft bleibt auch, warum sich Malevich in seinem Spätwerk wieder der figurativen Kunst zuwendet. In Deutschland hatte er Picassos Werke der 20er Jahre und die anderer Moderne gesehen und dabei vielleicht die Überzeugung gewonnen, dass gegenständliche Kunst nicht weniger innovativ ist als die von ihm geforderte gegenstandslose. Für einen Maler, der ständig nach Erneuerung strebt, konnte keine Phase seiner Entwicklung, auch nicht der Suprematismus, ein Endzustand sein. Es handelt sich hier also nicht um eine Rückkehr zum Figürlichen, sondern es scheint, als habe Malevich dem Suprematismus Leben eingehaucht. Aber was ist sein neues Menschenbild? Malevich stellt keine Individuen dar. Standardisiert, ohne Arme, ohne Gesicht präsentieren sich seine Figuren. Das Motiv des fehlenden Gesichts zieht sich durch sein gesamtes Spätwerk. Will Malevich den Menschen in der Summe seiner Möglichkeiten symbolisieren? Oder sind die gesichtslosen Wesen versteckte Anklage gegen die neue Gesellschaftsordnung, in der das Individuum keine Rolle spielt? Einige Grundregeln des Suprematismus, wie leuchtende Farbgebung und strenge Organisation der einzelnen geometrischen Flächen, versucht der Maler auch auf seine Darstellung der menschlichen Figur anzuwenden. Auch die späten Bauern von Malevich haben keine Gesichter. Ungeschützt und verloren stehen sie auf kargem Boden, nur den Himmel über sich. Was sie sind und was sie noch besitzen, kann man an ihren schlichten Gewändern ablesen. Mehr als das sprichwörtliche Hemd auf dem Leib ist ihnen nicht geblieben. Sind die Bauernbilder Protest gegen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft? Setzt Malevich die Rückdatierung dieser verstörenden Gemälde gezielt ein, um sich politisch zu tarnen? Es scheint, als dienten die anonymen Figuren des zweiten Bauernzyklus als Projektionsfläche für die Gedanken, Zweifel, Träume und Ängste des Malers. Dieses Bild erinnert an russische Ikonen. Aber die Abgebildeten sind einfache Bauern, nicht Heilige. Eine stilisierte, beinahe religiöse Darstellung der einfachen Landarbeiter vor einer abstrahierten Natur. Diese Bauernbilder konnten nicht dem Geschmack des Regimes entsprechen. Die Verantwortlichen dulden nur noch optimistische Darstellungen,
die vom tatsächlichen Elend der Bauern ablenken. In der Realität müssen Bauern zu Tausenden ihr eigenes Land verlassen, werden in Zügen quer durch das Riesenreich in Kolchosen gekarrt. Malevich prangert die Aktionen an. Der Misserfolg seiner Ausstellungen in Moskau und Kiew hat den Künstler in der Zeit ab 1930 zusätzlich verzweifeln lassen. Auf der Rückseite dieses Bildes, Torso im gelben Hemd mit dem Untertitel »Komplexe Vorahnung«, schreibt Malevich: Die Komposition hat sich aus der Empfindung von Leere, Einsamkeit und Ausweglosigkeit des Lebens zusammengefügt. Er datiert das Bild auf 1913 zurück. Das lässt seinen Kommentar wie einen Tagebucheintrag, nicht als Kritik an der gegenwärtigen politischen Situation erscheinen. Mit Landschaften und mit Bauernbildern nimmt Malevich zwar die gewünschten Bildthemen der stalinistischen Propaganda auf, doch in seiner Darstellungsweise hält er an seinen suprematistischen Grundsätzen fest. Ebenso verloren wie die gesichtslosen Bauern wirken auch die fensterlosen Häuser. Unbewohnbar, wie Monolithen, stehen seine Häuser in ruhigen, klar gegliederten Landschaften. Irritierende Fremdkörper. Als Stadthäuser gehören sie nicht in die ländliche Welt, zerstören diese. Eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt, das Staatliche Russische Museum in St. Petersburg. Hier hat Malevich seine letzten Lebensjahre verbracht. Die persönliche Situation des Malers zwischen 1930 und 1935 ist voller Widersprüche. Seine Bilder werden zwar weiterhin in Ausstellungen gezeigt, aber die Kritiken sind durchwegs negativ. Die Kulturpolitik unter Stalin lässt nur Realisten zu und beginnt alles andere zu verteufeln. Trotzdem kann Malevich in diesem Raum im Russischen Museum, in dem heute Bilder restauriert werden, sein Atelier einrichten. Nebenan wird ihm sogar eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt. Zu einem Freund sagt Malevich, er sei bereit, den sozialistischen Realismus zu akzeptieren, allerdings mit einer Korrektur, dass es ein künstlerischer Realismus sein müsse. Er selbst, so bekennt er in dieser Spätphase, male keine Porträts. Was er bezwecke, sei, einem Gesicht malerische Kultur zu verleihen. Und er nennt als Ziel des Suprematismus den vollendeten künstlerischen Ausdruck im Bild. »1930 bekommt Malevich erstmals selbst die wachsende Härte des Staates in der Verfolgung Andersdenkender zu spüren. 2 Monate lang sitzt er in diesem Gefängnis und wird von Parteimitgliedern verhört, befragt nach Kubismus und anderen avantgardistischen Stilrichtungen. Dann lässt man ihn wieder frei. In den Bildern seiner letzten Lebensjahre, es sind hauptsächlich Porträts, vollzieht der Künstler seine letzte erstaunliche Wende. Er verschmilzt die Tradition der Ikonen und der Renaissance-Malerei. Die Porträtierten haben den für Ikonen typischen, erstarrten, von der Realität losgelösten Ausdruck. Die Hände der abgebildeten Personen führen ein sprechendes Eigenleben. Wie bei Dürers Selbstbildnis entsteht auch bei diesen Werken der Eindruck, als habe der Komposition ein mit Zirkel und Richtscheit entworfenes Bildschema zugrunde gelegen. Auch in diesen Bildern lassen sich Merkmale der suprematistischen Phase entdecken. Die Gewichtslosigkeit der Figur vor dem schwarzen Hintergrund. Die reine Farbe und die geometrischen Muster an den Gewändern. Ein Porträt seiner Ehefrau.
1933 war Malevich an Krebs erkrankt. Nach zweijährigem Leiden stirbt der 57-Jährige im Mai 1935 im Beisein seiner Mutter, seiner dritten Frau und seiner Tochter Una. Der Stadtrat von Leningrad übernimmt die Begräbniskosten. Malevich wird im Haus der Künstler, umgeben von seinen wichtigsten Gemälden, aufgebahrt. Seinen suprematistischen Sarg hatte der Künstler selbst entworfen. Schüler, Freunde und Kollegen geleiten den Toten in einer langen Prozession zum Bahnhof von Leningrad. Seine Studenten haben das Quadrat sogar auf dem Leichenwagen angebracht. Der Sarg wird nach Moskau überführt, die Urne später in Jemtschinowka im Garten seiner Datscha beigesetzt. Das ursprüngliche, von seinem engsten Mitarbeiter Sujetin aus Holz gefertigte Grabmal verfiel, da sich niemand darum kümmerte. Das rote Quadrat zu Ehren des Malers. Dieser weiße Betonkubus am Ortsrand von Jemtschinowka ist eine Rekonstruktion. Und so präsentiert sich Malevich der Nachwelt als stolzer Malerfürst. Sein Vermächtnis ist die unerschütterliche Suche nach Weiterentwicklung und Erneuerung. Bis zuletzt forderte er einen eigenen, zweckfreien Kunstraum, frei von jedem gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Der gesamte Nachlass des Malers blieb im Russischen Museum erhalten. Sein Werk verschwand jedoch aus politischen Gründen für Jahrzehnte im Depot. Bis zu den 80er Jahren kannte man im Westen nur das in Berlin zurückgelassene Frühwerk, das größtenteils im Amsterdamer Stedelijk Museum zu sehen ist. Erst 1977 gliederten das Russische Museum und die Tretjakow-Galerie das Spätwerk offiziell in ihre Sammlungen ein. Heute bestätigt man Malevich weltweit, er hat die Malerei revolutioniert. Er hat die Sonne, Sinnbild für überholte Werte und Denkweisen, besiegt.